Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Slime Ranger. Wir sind hier das letzte Mal stehen geblieben, nachdem wir einen neuen Bereich gefunden haben, wo Kristallslime sind. Wie immer fangen wir in der Nacht an, das ist inzwischen schon ein Standard. Aber wir gehen jetzt erstmal pennen. So gehört sich das. So, ich habe mein Mikro nochmal ein bisschen eingestellt und vielleicht ist es jetzt noch ein bisschen besser oder schlechter, wer weiß. Werde ich auch erst im Nachhinein erfahren. Genau für... Ah, okay, doch nicht genau 50. Vergesst das wieder schnell. Ja, was machen wir heute in der Folge? Wir werden im neuen Bereich noch ein bisschen was erkunden. Und werden auf jeden Fall diese Zwiebeln holen, auf die die Kristallslimes ziemlich abfahren. Ich denke, das wird ganz nice. So. Falls ihr euch fragt, warum jetzt irgendwie viermal hintereinander Slime Ranger kam, muss noch ein bisschen was aufbauen und so, damit ich wieder mit Facecam irgendwas machen kann. Und deswegen werde ich jetzt erstmal Slime Ranger spielen. Ich denke aber, demnächst kommt mal wieder DBD oder so. Also mal sehen. So, genau. Für die müssen wir mal die Zwiebeln holen. Geldmangel haben wir bisher noch nicht. Gott sei Dank. Aber das kommt bestimmt wieder. Oh. Boah, Leute, schaut euch an, wie gut die aussehen. Sieht richtig cool aus. Hier was Neues eigentlich? Nee. Okay, ist nicht schlimm. So. Können wir hier... Ja, lass einfach machen, ne? Und damit sind wir wieder pleite. Ist das nicht schön? Aber wir haben neue Farben freigeschaltet. Das ist doch etwas. Was haben wir Neues bekommen? Das sieht ganz cool aus, glaube ich. Oder hatten wir das gerade schon? Ne, wir hatten Milchshake. Herbstenschote. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ingwerswerk? Das passt sich ziemlich der Umgebung an, aber ich fand immer noch Milchshake bisher am besten. Aber vielleicht sieht es ja anders bei unserem Staubsauger aus. Ich sehe hier gerade schon, aber das sieht eigentlich nicht... Oh, das sieht ganz gut aus. Ja doch, das sieht nice aus. Ja, da hat sich das ein bisschen gelohnt wenigstens. Außerdem haben wir neue Spielzeuge freigeschaltet und wir können mal gucken. Kristallkugel dürfte für die Kristallslimes sein natürlich. Ja, da können wir auch mal ein paar holen, weil ich glaube zumindest, dass sie dann dadurch mehr bringt, mehr Plot, weil die mehr Spaß am Leben haben. Verständlich. Nicht verwerflich. So, holen wir kurz den Plot ab. So. Oh. Hier lag ja noch einer. Longshot. Ups. Ja, wenn man Wasser verkaufen könnte. Ja, ich bin mir nicht noch so unsicher, ob ich halt mit Greenscreen aufnehmen soll oder nicht, weil ich habe eigentlich nur ein provisorisches Tuch hier hängen mit einer einzigen Belichtung. Und ich muss mal gucken, dass ich mir mal irgendwann einen richtigen hole. Das wäre ganz gut. Oder ob ich halt den Hintergrund so lasse. Das weiß ich halt noch nicht. So, hiervon brauchen wir auf jeden Fall mal mehr. Genauso wie von den Kristallslimes. Naja. Mal gucken. Ich denke, euch stört das nicht so ganz. So. Heute wurde eine Fütterfolge. Nein. Wir gehen gleich nochmal in den neuen Bereich und werden da auf jeden Fall mal gucken, ob wir noch mehr Kristallslimes bekommen. Ich weiß, wie man da hinkommt. Ich habe es nämlich schon wieder fast vergessen.
Schau ich an, wie viele Hühnchen wir haben. Da war jetzt ja noch ein großer Slime. Und die essen ja Gemüse. Also lass mal ein paar Oka-Okas mitnehmen. Dann können wir vielleicht den großen Slime sogar schon erledigen und damit haben wir den neuen Schlüssel schon. Das wäre ziemlich cool. So, die brauchen auf jeden Fall mal neue Oka-Okas. Wer kam auf diesen Namen? Oh, wir werden langsam, es wird langsam knapp mit den Teilen tatsächlich. Und ich wollte ja erst noch die restlichen, also nur zwei oder eins da lassen. Aber die wachsen ja inzwischen doch gar nicht mehr so schnell. Es lag einfach nur daran, dass wir die lange nicht mehr gefüttert haben. Mal wieder voll. So, sehr schön. Hier sind wenigstens ein paar. So, die werden wir jetzt direkt mal nehmen, um vielleicht den nächsten größten Slime zur Strecke zu bringen, würde ich gerade sagen. Aber das klingt so fies. Ich will nicht, dass er stirbt, aber den nächsten Schlüssel können wir dadurch holen. Das wäre ganz nice. Boah. Von den Zitronen haben wir auf jeden Fall genug. Dann holen wir uns hier noch ein bisschen Wasserslime ab. Wie gesagt, ihr habt immer noch das schönste Gehege überhaupt. Seid froh. Denn das ist ziemlich cool. So, dann verkaufen wir den noch schnell, den Plot, den wir jetzt im Inventar haben. Und dann machen wir uns auch schon auf die Reise, einen neuen Schlüssel zu bekommen. Und ich denke, das wird ein Schlüssel sein jetzt auch endlich mal, weil es ist halt ein außergewöhnlicher Slime. So, dann haben wir jetzt wenigstens schon mal wieder ein bisschen Geld. Let's go! Oberschicht. Wir können uns hier direkt wieder ein Upgrade holen, oder? Nee, doch noch nicht. Aber das Grotten-Upgrade, da bin ich gespannt. Das wird bestimmt die Gruselgrotte. Oder das wird grottig schlecht. Das könnte auch sein. Hoffentlich nicht. So, da rennen wir doch mal gekonnt hin. Kurz Energie aufladen lassen. Und wir nehmen natürlich die Abkürzung, die wir in der letzten Folge gefunden haben. Und in der vorletzten, ja. Oh, guck mal, sogar ein Geschenk dagelassen worden. Guck mal, das Huhn möchte bestimmt baden gehen. Plansch. Ist vielleicht ein bisschen hart aufgekommen. Ein wenig hart. So, wir müssen mal kurz gucken, wie wir da hinkamen. Aber ich habe ungefähr ein Gefühl dafür, glaube ich. Ich weiß, dieses Gebiet ist für mich immer noch etwas verwirrend. Aber hey, das geht schon. Anlauf nehmen bringt, glaube ich, gar nichts hier. Genau, hier ging es raus. Das heißt, wir mussten hier lang. Aua. Dann ging es hier irgendwo, ich wollte eigentlich sagen runter, aber das geht hier hoch. Ah, hier ging es runter, genau. Dann ging es hier rum. Und dann dürften wir auch schon gleich da sein eigentlich. Glaube ich zumindest.
Oder nicht? Doch hier unten lang, oder? Oh, hier haben wir schon mal so eine Zwiebel. Das ist gut. Das ist sehr gut. Doch nicht hier lang, oder? Doch, 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 doch. Das ist das. Mhm, ja. Perfekt. So, dann hoffen wir mal, dass 50 Uka-Ukas reichen. Wäre natürlich sehr cool. Wir nehmen uns direkt hier noch ein paar von den guten Kristall-Slimes mit, die übrigens extrem viel Schaden machen. Naja, nee, geht. Aber sind auf jeden Fall gefährliche Buben. Oh, die Musik hier. Ich weiß, ich habe es schon in der letzten Folge gesagt, aber sie ist gut. Sie ist echt gut. So. Hier kamen wir hoch, oder? Schätze mal. Ach nee, warte. Hier ging das lang. Da ist noch eine Schatzkiste, aber die können wir nicht öffnen. Die ist noch zu gut für uns. So. Dann machen wir noch die Kiste hier kurz auf. Da sind nämlich auch noch ein paar Gemüsesorten drin. Ich nehme mal die Karotte mit, vielleicht als Plan B. So, diese eine Karotte. Okay, wünsche mir Glück. Na los. Perfekt gereicht. Perfekt gereicht. Schau das an. Und da ist tatsächlich der neue Schlüssel. Perfekt. Dass ich das mal sagen kann. Oh, warte, hier werden gerade ein paar weggefressen. Oder nicht? Aber jetzt hat es auch Sinn ergeben. Hier hat es ja so durchgedingst. Ja, wie soll man das sagen? Und ich war mir so, was ist denn das, was da so durchguckt? Oh, das war der Slime. Das war einfach der Slime. Der Junge ist da stecken geblieben. Der war mal dünn. So, jetzt überlege ich gerade, wofür sollten wir den Schlüssel so am besten nehmen? Also ich glaube, es gibt 5 Wege, die wir jetzt aufmachen könnten. Aber einer wäre am schlauesten. Und das ist der, wo wir jetzt hingekommen sind. Also bei der Insel der. Das Tor. Das zu öffnen, wäre, glaube ich, schlau. Meine ich, zumindest. Kann auch komplett falsch liegen und das Ding ist einfach nur komplett der Verschwendung von einem Schlüssel. Aber hey, wir gucken einfach mal. Hey! Weg mit euch. Säcke. Oh, ist das, das wäre ein Anhänger. Der cool aussieht, aber hey. So, dann gehen wir erstmal wieder nach Hause und pflanzen die verzwickte Zwiebel an. Das hört sich ziemlich komisch an, eine verzwickte Zwiebel, aber hey. Das geht schon. Boah, sind hier viele Karotten. Radioaktive Slimes haben wir ja genug. So. Na dann. Ab ins gescheite Haus. So, wo pflanzen wir die Zwiebeln jetzt an? Ich würde sie ja schon gerne in die Nähe pflanzen hier. Und deswegen würde ich, glaube ich, erstmal nochmal das Gehege hier abbauen. Auch wenn es schade ist. Und die verzwickte Zwiebel hier anpflanzen. Weil dann ist es direkt daneben und das ist viel leichter. Okay. Okay, die Vogelscheuche brauchen wir eigentlich gar nicht, aber hey, jetzt ist sie da. Jetzt geht sie nicht mehr weg. So, wir gucken mal, was wir mit der Hexerwabe anstellen können. Wir müssen generell noch mehr Bohrer irgendwann mal bauen, aber ich sehe darin noch keinen wirklichen Sinn, außer halt, dass es kosmetische Sachen bringt. Und das ist halt... Oh, hier können wir noch was öffnen. Kabams. Boah, wie viel ist da drin? Sogar ein seltsamer Diamant. So, mal gucken. Was können wir damit anstellen? Marktverbindung. Ein kompakter Plotmarkt, der es dir erlaubt, schnelle Verkäufe zu machen. Für aktuelle Preise den Hauptplotmarkt besuchen.
Okay, das ist... Das ist sogar gar nicht mal so schlecht. Aber dafür brauchen wir royales Gelee. Und keine Ahnung, wo wir das herbekommen. Dann gucken wir hier dran, was es hier noch so Schönes gibt. Eine Slime-Bühne. Sieht voll süß aus. Gordo-Falle. Damit kann man größere Gordos einfangen. Das... Eine spezielle Fahrt, die Gordo-Slimes fängt, benutze Futter als Köder. Das ist eigentlich mal cool. Und die Sache ist, ich benutze eh nicht viel Gordo-Slimes. Einfach daran schon gesehen, dass ich noch nie Slimes vermischt habe bisher in diesem Spiel. Und dadurch bringt es mir, glaube ich, nicht sehr viel. Ich weiß, sie sind bestimmt cool und so, aber... Ja. Ist ja auch egal. Den müssen wir mal hier wieder Mangos bringen. Die haben irgendwie was gefuttert, was wir nicht hatten, ne? Was wir noch nicht gefunden hatten, was im neuen Gebiet war. Müssen wir mal gucken. Die Farbkombo in dem Inventar gefällt mir gerade sehr. Das Lila und das Türkis. Oder Mintgrün ja eher. Das sieht sehr, sehr, sehr cool aus. Liebe so eine Farben. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr so für Farben mögt. So. Fleischfresser, Zombies sag ich schon. Slimes sollten jetzt auch kein Problem mehr sein inzwischen. Wenn man überlegt, dass wir so viele Hühner da haben. Also falls wir davon mal welche finden, gerne. Perfekt. So, die müssen wir wieder Uka-Ukas haben. Oh. Die Sache ist, die müssen wir wirklich fördern, weil Kristallblots, ne? Die bringen echt gut Kohle. Seht das ja. Okay, wir holen uns jetzt tatsächlich mal das Upgrade und schlafen. Okay, das war erst nicht geplant, aber wir holen uns mal das Upgrade. Was uns das jetzt gebracht hat, Schönes, das weiß ich gar nicht. Wir gucken hier einfach mal, ob wir hier irgendwas machen können. Okay, ist auf jeden Fall... Oha, was? Aber das ist jetzt auch wieder nur ein optisches Upgrade, oder was? Sieht cool aus, muss ich auch sagen, aber hat jetzt nicht viel gebracht. Also die 7500 hätte man noch in Besseres investieren können. Jungs, geht mal von eurem Kack weg. So. Oh. Sagt mir eins, aber also sag, ich finde die immer noch am süßesten einfach. Die Wasserslimes. Hä? Hä, warum sind da Karotten zwischen? Jungs, was soll das? Wer hat da einen Karottensamen zwischen geschmuggelt? Naja, ist ja nicht schlimm. Oh, die Karotten kann man da mal so reinwerfen. Also, okay. Perfekt. Wir haben noch zwei von den goldenen Ingwer, aber was man damit anfangen kann, weiß ich leider noch nicht ganz. Ich glaube, man kann goldene Slimes füttern, aber die bekommen wir ja eh nicht wirklich. Und naja, ist ja egal. So. Die werden gerade auch schon gefüttert, deswegen machen wir noch ein paar mehr rein gerade. Nehmen deren Blort noch mit. Und da würde ich auch schon sagen, dass die Folge gleich wieder vorbei ist. So. Perfekt.
Na dann, war es das erstmal wieder in der Folge. In der nächsten Folge werden wir gucken, wo wir den Schlüssel verwenden. Auf jeden Fall gut, dass wir diese Folge einen gefunden haben. Schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Slime Ranger. Habt noch einen schönen Tag, lasst eine Bewertung da und ciao!